Okay. So, also willkommen. Nachdem ich das letzte Mal ein bisschen den Durchblick verloren hatte, habe ich mir das jetzt nochmal durchüberlegt mit diesem Steckframe und möchte das nochmal ganz kurz wiederholen. Und zwar, wie sieht das Steckframe aus während der Laufzeit? Wenn ich jetzt noch einen Wischer finde. Machen wir es so. Ah, da ist er. Eigentlich sieht man es hier jetzt auch schon. Kannst du gleich auf Pause drücken, ich finde keinen Stift. Doch, hier ist einer. Ich hoffe, der tut noch. Das sind wieder die Schlechten, die werden immer geklaut. Okay, also wir bauen unser Steckframe so auf, dass wir bei einem Call haben wir ja, ich lasse jetzt den Steck mal nach oben wachsen, unten die Function als erstes, also wenn wir hier so Function von A, B, C aufrufen, das sieht man ganz schlecht, vielleicht tut der ein bisschen besser. Dann steht ja, wird ja von links nach rechts evaluiert, da komme ich übrigens gleich nochmal drauf zurück auf die Evaluierungsorder, die spielt nämlich bei manchen Programmiersprachen eine Rolle. Und dann steht hier A, B, C auf dem Steck und jetzt käme die Call, also das heißt, wir hätten hier Code generiert, der sagt Push F und so weiter bis Push C und dann käme unsere Call-Instruktion mit drei Argumenten auf dem Steck. Und jetzt machen wir Folgendes, wir saven uns das nächste Mal den, ich habe es hier mal aufgezeichnet auch, ein bisschen größer. Wir saven jetzt hier die aktuelle Funktion, in der wir drin sind, damit wir nachher den Bytecode und die Konstantentable wieder fetchen können. Also hier save function. Dann saven wir den aktuellen P-Counter, damit wenn wir nachher zurückkommen, wir wissen, wo wir weitermachen mit der nächsten Instruktion. Dann saven wir den aktuellen Base-Pointer. Das ist der Pointer, wenn wir gleich mal drauf, der zeigt eigentlich hier auf das aktuelle Frame und setzen den neuen Base-Pointer hier wieder drauf. BP. Das heißt, BP relativ können wir dann an die lokalen Variablen, die dann da oben stehen. Und dann saven wir außerdem noch, und das habe ich letztes Mal vergessen, nicht den Argument Count, sondern den Argument Pointer. Den habe ich nicht eingeführt, das mache ich jetzt. Das ist ein zusätzliches Register, was auf das erste Argument zeigt. Argument Pointer. Das heißt, unser Bytecode-Interpreter kriegt noch ein Register mehr, dieses AP, das immer auf das erste Argument zeigt. Das brauchen Sie prinzipiell nicht, wenn Sie immer fixe Anzahl Argumente haben, weil dann könnten Sie es natürlich vom BP aus rechnen und reinkompilieren, um wie viele Deltas er hochgehen muss. Aber bei uns zum Beispiel so Funktionen wie Plus, Minus und so weiter, die haben ja variable Anzahl Argumente und dann kann er eigentlich nachher dann schwer, wenn er diese Information nicht mehr hat, auf die Argumente zugreifen. Und deswegen führen wir dieses AP-Register ein, hier bei uns, das auf das erste Argument zeigt. Und dann läuft die neue Funktion hier drin los und der Stackpointer steht natürlich dann hier oben, SP, und darauf geht es dann weiter. Das heißt, in der neuen Funktion sieht es jetzt so aus. Und wenn die neue Funktion jetzt auf die Argumente zugreifen muss, dann kann sie AP relativ, also AP relativ 0, 1, 2, 3, kommt es an die drei Argumente ran. Und das hat man das letzte Mal gefailt. Ich wollte dann nämlich dieses N und mir das AP sparen. Es geht auch andersrum. Man kann auch die Anzahl der aktuellen Argumente in der Funktion sich merken, statt dem AP und das dann immer ausrechnen. Aber das kann man auch besser machen. Ein Pointer-Register dann. So, und unsere Call-Instruktion sieht dann so aus, hier unten. Das heißt, er baut genau das auf, also hier in Arg, er fetcht aus dem Byte-Stream das nächste Byte, wo die Anzahl Argumente drinstehen. Dann rechnet er hier den neuen AP aus. Zu dem Zeitpunkt sieht das Stack ja so aus, er hat, zu dem Zeitpunkt, wo die Call-Instruktion läuft, steht der Stack-Pointer noch hier. Und er rechnet jetzt aus das neue AP, also minus Anzahl Argumente. Dann pusht er die drei Dinge hier, Current Function, P-Counter, Base Pointer und aktuellen Argument Pointer. Dann setzt er den neuen Base Pointer hier jetzt auf SP-2, also zu dem Zeitpunkt ist ja dann der Stack Pointer schon hier und setzt den Base Pointer dann darauf, dass der quasi auf den alten Base Pointer Slot im Stack zeigt. Und damit haben wir dann quasi im Base Pointer so eine Verkettung. Wir könnten dann über die Base Pointer Kette wieder zurückgehen und alle Aufrufe wieder rückwärts verfolgen. Was dann interessant wird, wenn wir mal einen Debug machen wollen, wenn wir einen Debugger schreiben wollen, dass wir dann die Aufrufkette sehen, den Stack Backtrace, was man den Walkback, was man in Java ja auch kennt, den könnt ihr auf die Art und Weise wieder rekonstruieren, weil er die Base Pointer Kette einfach durchgehen muss und eigentlich nur printen, was er da immer gemacht hat.
über die Function kann er nämlich, weiß er nämlich dann immer, in welcher Funktion er ist und könnte so wieder einen netten Print dann liefern. Und die Argumente hätte er ja auch. Da kann er da eine schöne Liste machen, welche Funktion aufgerufen wurde. Habe ich jetzt nicht gemacht. Bei mir im Error-Fall sieht man ja bloß Error, Cons erwartet zwei Argumente oder sowas, aber es wäre natürlich schön, man würde hier dann an der Stelle dann zeigen, wo er steht. Das macht es nachher das Programmieren viel leichter. Also es würde ich unbedingt empfehlen, sowas einzubauen. Okay, dann setzt er als nächstes den AP auf das New AP, das hat er ja vorher ausgerechnet, das ist dieses AP. Setzt die Current Function oder holt die Current Function hier in dem Fall, also eins drunter steckt die ja. Dann mache ich hier noch eine kleine Prüfung, ob das auch wirklich eine User-Defined Function wieder ist und prüfe, ob sie Bytecode hat. Da komme ich gleich drauf zurück, da habe ich noch eine kleine Änderung gemacht. Setzt dann den P-Counter auf 0, holt den Bytecode-Vektor aus der neuen Current Function, holt die Constant-Table aus der neuen Current Function und macht dann den Break, sodass er wieder in dem Interpreter-Loop bleibt. Das machen wir nachher mal Single-Step, da sehen wir das. Und der Return geht gerade andersrum, also wenn er dann am Schluss, da habe ich einen Tippfehler, Remember. Der Return, der sieht ja dann eigentlich folgendes Bild. Der hat, also zum Zeitpunkt des Returns, habe ich ja schon was ausgerechnet und auf dem Top of Stack. Das heißt, ich habe meinen Base Pointer gesetzt, immer noch auf meine Function. Das heißt, da ist der Saved Base Pointer, der wieder zurückzeigt. Dieses Bild steht noch so, AP. Ob der AP jetzt oberhalb vom Basepointer gesaved wird oder unterhalb, das spielt eigentlich keine Rolle. Also die Reihenfolge hier ist relativ egal, da müssten sich halt die Offsets entsprechend ändern. Hier wäre der Save Basepointer, hier wäre der Saf P-Counter, hier wäre das Saf Function und hier wären die alten Argumente und das F, das gecallt wurde. Und da dazwischen ist ja dann von der vorigen Funktion, die mich aufgerufen hat, in die ich wieder zurück will, dessen Frame. Sowas nennt man dann immer Frame. Wobei allerdings zu dem Zeitpunkt des Returns hier beliebig viele neue Stack-Slots draufstecken können. Oben ist der Return-Value. Und Sie erinnern sich, unsere Return-Instruktion, die war ja so, dass die erwartet, dass auf dem Top-of-Stack der Retval steht und den soll er zurückliefern. Also holt er sich zunächst mal den Return-Value raus, kurzfristig, baut das Stack-Frame wieder ab, so wie es war, als der Caller aufgerufen hat. Und zwar nimmt er auch gleich hier die Argumente mit runter und tut anstatt dem F, dem Caller quasi sein Return Value wieder drauf pushen. Damit, so, das heißt also, als erstes holt er den Return Value runter. Hier mit dem Pop habe ich mir den kurzfristig gerettet. Dann setzt er den neuen Stack Pointer hier auf AP-1. Mein AP zeigt ja ursprünglich. Mein AP zeigt ja immer noch auf hier drauf, AP, das ist ja mein AP. Und hier unten ist ja das Frame vom Caller, der hat sein AP hier. Die muss ich alle wieder restaurieren, damit der Caller wieder sein Frame sieht, wenn ich da wieder zurückgehe. Also New SP, er setzt den SP noch nicht um, erzähle ich gleich warum. Das heißt, er sorgt immer dafür, dass der SP immer hier oben stehen bleibt, solange er da noch rumoperiert. Das heißt, der SP darf nie, sag's gleich warum, der SP darf nie unterhalb stehen, unterhalb von Werten, die noch live sind, auf die ich noch zugreife. Und zwar, wenn nämlich ein Interrupt kommt oder wenn ein Garbage Collect kommt oder sowas, dann muss der eigentlich den Stack ja auch verfolgen können. Und dazu fängt er normalerweise an beim Garbage Collect, dass er anfangend beim Stack Pointer -1 runtergeht bis ans Anfang und diese Dinge auch noch als gültig referenzierbar betrachtet. Wenn ich aber jetzt den Stack Pointer schon runtergesetzt habe und dann da oben noch drauf zugreife, dann kann ich da unter Umständen ein bisschen Probleme kriegen. Das gleiche ist beim Interrupt, wenn eine Unterbrechung erfolgt, bei Multithreaded-Systemen oder sonstigen anderen, ist es so, dass die Information, wo er unterbrochen wurde und wo er wieder zurückgeht, auch auf dem Stack abgespeichert wird. Also hier in dem Fall nicht ganz, weil wir haben unseren eigenen Stack, aber auf dem C-Stack wäre das so, wenn Sie den C-Stack verwenden würden. Und dann pusht der da was drauf, wenn der Stackpointer jetzt schon hier wäre, würde er das überschreiben, was da drüber steht. Also es ist eine gute Strategie, wenn man sagt, der Stackpointer zeigt immer oben, und ich mache das erst am Schluss. Deswegen hole ich mir das hier mit NewSP erstmal raus. Dann hole ich den AP an der Stelle BP+1. Richtig, BP ist ja das hier, +1 ist der AP, der alte AP für den Caller wieder. Dann hole ich mir den Saved P-Counter, den Saved Current Function, die drei Dinger hier wieder raus. Setze dann den BP wieder zurück. Also ich hole mir hier aus dem Saved BP den BP, das heißt, der steht jetzt wieder da unten.
da kommt eine Spezialgeschichte, damit ich weiß, wann ich aus dem Bytecode-Interpreter wieder raus soll in den AST-Interpreter. Das zeige ich gleich nochmal. Aber das vergessen wir jetzt mal für eine Sekunde. Dann wird das Stack wieder zurückgesetzt auf NewSP. Das habe ich mir ja vorher geholt. Das heißt, der New-Stack-Pointer steht jetzt auf AP-1. Das heißt, auf dem hier, der SP. Und dann pushe ich auf den neuen Stack oder auf den resetteten Stack den Retval wieder drauf. Das heißt, nachher sieht es so aus, nach dem Return steht hier der Retval und der SP zeigt auf, halt, ja, der Push setzt, das SP zeigt wieder hier. Das heißt, vor dem Call habe ich letztendlich auf dem Stack F und die Argumente A, B, C. Und wenn ich wieder zurückkomme, habe ich hier den Return Value auf dem Top of Stack. So habe ich es jetzt implementiert. Gut, dann fetcht er hier wieder den Bytecode-Vektor und die Constant Table von der Current Function, die ja jetzt wieder die aufgerufene ist, also die, auf die, zu der zurückgeht, und geht wieder zurück in die Loop. Geht wieder in die Bytecode-Loop, fetcht jetzt quasi wieder aus dem Caller weiter. Da wo er vorher den Call, hinter der Call-Instruktion. Jetzt nochmal, weil wir vom AST-Interpreter in den Bytecode-Interpreter reinspringen, deswegen setze ich am Anfang so ein Pseudo-Frame auf und pushe da minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Das habe ich einfach nur deshalb gemacht, damit ich nachher sehe, ob ich nicht durcheinander komme. Also irgendwas, eigentlich ist nur der eine Wert wichtig, weil den prüft er hier. Wenn der AP, den er runterpoppt, minus 1 ist, was kein gültiger Index ist in unserem Stack, das ist das hier, dann weiß er, er ist quasi wieder so weit zurück, dass er jetzt nicht mehr im Bytecode bleiben soll, sondern dass er jetzt wieder ganz raus soll. Also wenn die letzte Bytecode oder die erste aufgerufene Bytecode-Funktion, wenn die wieder returnt in unseren AST-Interpreter. Um das zu erkennen, habe ich hier so ein Pseudo-Frame am Anfang mal drauf gepusht. So, das war der Interpreter. Jetzt nochmal zum Compiler ganz kurz. Den habe ich vorbereitet, weil den mache ich jetzt nicht interaktiv. Also das hat schon ein paar Stunden gedauert, den zu schreiben, und deswegen würde jetzt die ganze Stunde hier, die ganze Vorlesung verbraucht werden. Ich werde mal ganz kurz nur drüber gehen. Es gibt eine Funktion, die heißt Compile Function, und die kriegt eine User-Defined Function als Argument, die es schon gibt. Also wenn ich hier unten im Interpreter sage, was weiß ich, define foo, und die soll mal 123 zurückliefern, dann habe ich ja jetzt eine User-Defined Function. Moment, ich muss ich nochmal starten. So, und dann habe ich jetzt hier ein foo an der Hand. Und Sie erinnern sich, diese User-Defined Function besteht aus, gehen wir nochmal in den Header rein, nur zur Erinnerung, Strukturen, User-Defined Function. Na. Hier unten. Die besteht aus Argument List, Body List und Environment. Und ich habe das letzte Mal eine neue Struktur definiert, Scheme Bytecode Function, und das habe ich jetzt geändert. Ich fand das ein bisschen blöd. Ich habe gesagt, die User Defined Function kriegt die Bytecode-Werte auch noch. Und die Unterscheidung läuft dadurch, entweder sie hat Bytecode oder sie hat kein Bytecode. Und die Compile Function, wenn ich eine Funktion jetzt kompiliere von AST nach Bytecode, setzt da drin einfach den Bytecode und die Constant Table. Da spare ich mir den Tag und an einigen Stellen spare ich mir auch noch zusätzlich neue Funktionen, die ich brauche, um jetzt Objekte anzulegen. Ich brauche nur einen Setter quasi oder zwei Setter, Bytecode zu setzen und Constant Table zu setzen. Und jetzt gibt es eine Funktion hier in meinem Bytecode Compiler, diese Compile Function. Wenn ich die aufrufe, dann gebe ich der ein Compile Function. Da gebe ich dir eine Function mit, also in dem Fall das foo. Und was der macht, der soll dann den Code analysieren, Bytecode erzeugen und die Constant Table und das dann da reinsetzen in diese User-Defined Function. Was er auch macht. Schauen wir mal, wie er das macht. Also ich habe hier erstmal ein paar Hilfsobjekte, das muss ich vielleicht erklären. Ein Hilfsobjekt ist hier oben ein Scope-Objekt. Das merkt sich später, wenn wir verschachtelte Inner Functions haben, zu jedem Scope, in dem der Compiler gerade ist, was ist die Argumentliste, was sind lokale Variablen, das gibt es noch nicht, aber wenn wir mal den Let kompilieren, brauchen wir das, und ein Parent Scope. Das brauche ich dann, wenn ich auf ein Symbol zu kompilieren habe und ich muss gucken, ist das eine lokale Variable oder ist das eine outer-lokale Variable. Und das habe ich da hier gewrappt in einen Vektor, also hier so ein dreielementiges Objekt, und dann Getters hier dafür gemacht und Setters. Scope, die fangen alle mit Scope-Bindestrich an, und der setzt mir eine Argumentliste da drin, der holt sie raus und so weiter. Dann gibt es ein zweites, was ich gemacht habe, ist ein Datenkollektor, weil wir müssen
Wir müssen Bytecodes nachher generieren und die sammeln. Und anstatt, dass ich die in eine Liste reintue, was ich könnte, habe ich gesagt, ich mache mir hier so ein Buffer-Objekt. Das ist wie ein ArrayList in Java, also ein Buffer, der wächst. Da kann ich einfach sagen, append, 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 append. Und dann kann ich die Bytes hinten reinschreiben. Und das Ding besteht aus einem Buffer, einer Buffer-Size, was die physikalische Buffer-Size ist und die Anzahl Elemente, was logisch drin ist. Und der läuft, das funktioniert so, da unten gibt es eine Funktion append hier und die guckt, ist mein Buffer voll? Also wenn die Anzahl Elemente gleich der Buffer-Size ist da drin, dann sagt er, ich dupliziere den Buffer und dann hängt das hinten dran und sagt, er erhöht die NumElements um 1 und speichert dann an der Stelle NumElements das neue Ding ran. Also einfach nur ein Buffer, ein dynamischer Array, wenn man so will. Hier gibt es ein paar Hilfsfunktionen. Ich kann es gleich mal zeigen. Also wenn ich jetzt mir einen Collector mache, dann kann ich sagen, define C als New Collector. Dann kann man eine initiale Größe angeben, zum Beispiel 3. Und dann habe ich das Ding, das ist natürlich ein Vektor intern, aber ich kann sagen, Collector-append dem C die 1, von wegen Collector. Und dann kann ich nochmal eine 2 appenden. Und wenn man jetzt reinguckt in den Collector, dann sieht man, da hat er es gebuffert. Das ist der interne Vektor, den er hat. Und da steht, wie groß der Buffer ist und wie viele Elemente er drin hat. Wenn ich jetzt noch eins dazu mache, dann müsste er eigentlich gerade voll sein. Ist er auch voll. Und wenn ich jetzt noch eins dazu adde, dann macht er den Buffer doppelt so groß. Und jetzt haben wir hier den Buffer verdoppelt. Das hier. Und er hat jetzt 6 Plätze und da steht auch, dass er 6 Plätze hat und 4 davon sind befüllt. Und dann gibt es einen Collector-Contents. Da kann man das dann wieder rausholen. Contents. Da kriegt man dann, nein. Collector. Ach, den Collector muss ich natürlich mitgeben. C als Argument. Und dann kriege ich den Inhalt raus. So, das ist einfach nur eine kleine Hilfsstruktur. Weil wir fangen hier bei 0 an. Wir haben ja noch nichts da. Wenn Sie es in Java machen, haben Sie natürlich eine schöne ArrayList oder in Smalltalk eine Collection. Das wäre hier die Implementierung davon. Dann gibt es hier so eine Hilfsroutine, die einem ein Element da drin sucht. Also wenn ich jetzt in dem Collector schaue, an welcher Stelle steckt denn, die 3, dann liefert er mir hier den Index von wegen Collector. Ach, ja. Collector Index of, natürlich, das muss weg, Index of 3 und dann liefert er mir hier bei 0 beginnend die Dinge und dann kann ich den auch fragen, an welcher Stelle ist die 99 und dann liefert er mir nil, wenn es nicht drin ist. Das brauche ich nachher, wenn ich die Konstanten Table baue. So, jetzt gehen wir zum, das war die eine Hilfsfunktion, State haben wir und dann gibt es noch eine State-Funktion, die ein State-Objekt. Das wird durchgereicht im Compiler von Funktion zu Funktion. Da merkt er sich den Bytecode, den er gerade aufbaut, die Konstantentabelle, die er schon gesammelt hat und den Current Scope. Das ist so das, ja. In Java würden Sie dafür ein Objekt bauen oder wäre es eine Instanzvariable vom Collector, vom Compiler. Gut, jetzt gehen wir mal zum Compile Function. Also der legt erstmal ein New Scope an. Und sagt, da drin ist die Argumentliste von der Function, da habe ich extra eine Getter-Funktion gebaut, also da kann man aus einer definierten Funktion define bar mit a, b, c als irgendwie nil und mit dieser Funktion kann ich Function, Argumentlist kann ich aus einer User-Defined-Function mir die Argumentliste rausholen. Na, gibt's das? Bar. Nochmal, Function Argument List. Da habe ich noch ein Problem hier mit meinem Ding. Function Argument List Bar. Und dann käme das ABC raus und dann gibt es auch noch ein Function Body List, da kriege ich den Body raus. Muss ich natürlich haben, damit ich in Scheme, ein Scheme Compiler machen kann, muss ich aus den User Defined Functions mir die Values, die zwei Sachen rausgeben lassen können. Das sind ganz einfache Funktionen, wenn wir nochmal reingucken in unsere Built-in-Functions, da habe ich unten diese zwei Hilfsfunktionen, get-argument-list und body-list dazu gebaut und der prüft einfach nur, ob das Argument eine User-Defined-Function ist und returnt dann die arg-list und der andere returnt die body-list. Also ganz einfache Getter.
So, Compile Function ruft dann die Compile Function in Scope auf. Compile Function in Scope kriegt dann diesen Scope mit. Der ruft Generate Bytecode auf und legt sich hier mal einen neuen State an, so einen initialen Zustand mit einem leeren Bytecode-Buffer und mit einem leeren Const-Table-Buffer. Dann Generate Bytecode, der sagt Compile Expression List und jede von diesen Compile-Funktionen wird den State einfach durchgeben. Was ich hier noch habe, ist ein interessantes zusätzliches Argument, das sagt dieser Compile Expression List-Funktion, wofür sie kompilieren soll. Also was soll der Sinn und Zweck sein dessen, was er kompiliert. Das kann entweder for return sein, das heißt, er soll am Schluss einen Return-Befehl erzeugen. Das kann for value sein, er soll den Value auf dem Stack lassen. Oder es kann for side effect sein, das heißt, er soll da gar nichts machen. Er soll es nicht auf dem Stack machen lassen. Das brauche ich dann, kann ich gleich zeigen. Den side effect brauche ich eigentlich nur an einer Stelle, wenn Sie einen Body haben, also Sie haben eine defined Function, irgendwie mit Argumenten und hier kommt jetzt irgendein Foo-Aufruf und dann kommt ein Bar-Aufruf. Und wenn ich jetzt da Bytecode dafür erzeuge für dieses Foo, dann mache ich ja da letztendlich Push, 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 dann ein Call Foo und wenn es dann hier wieder rauskommt, dann habe ich ja den Return-Value von dem Foo auf dem Stack. Den brauche ich aber hier gar nicht, weil der Return-Value von der gesamten Function f wird der Return-Value vom Bar. Das heißt, eigentlich möchte ich hier den Steckwert, der oben drauf ist, quasi vergessen. Und dazu erzeuge ich hier einen Bytecode, der heißt Drop, der einfach nachher den Steck um 1 wieder erniedrigt und das oberste Element vergisst. Und da kann ich hier den nächsten Call machen, Call Bar, und da bleibt jetzt hier der Top-Value, der Return-Value vom Bar auf dem Steck drauf. Und dann kann ich hier hinten diesen Return-Bytecode noch dazu machen. Das heißt, alle in so einer Sequenz oder in einer Beginn-Schleife, alle inneren oder alle Non-Last-Aufrufe, die kriegen hinten so einen Drop dran. Und das gebe ich dem dadurch mit, dass ich dem Compile, wir werden es gleich sehen, wie das Compile Expression List dann läuft. Compile Expression List ist hier unten. Der sagt sich, wenn gar nichts zu kompilieren ist, dann ist es gleich mal ein Error, weil wir haben ja definiert, dass die Bodylist nicht leer sein darf. Dann sagt er, wenn es der letzte ist, also equal cutter von Express, die er zu kompilieren hat, wenn es die letzte Expression ist, dann ruft er Compile Expression for what? Das ist das, was er reingekriegt hat, also es wäre jetzt for return. Ansonsten ruft er Compile Expression für die erste auf, für diese hier, und übergibt for side effect als Argument hier hinten. Und ruft sich dann rekursiv auf mit dem Restliste, sodass dass die ganzen Expressions dann abgearbeitet werden, bis auf die letzte. Die letzte wird dann for return übersetzt und alle dazwischen for side effect. Jetzt gucken wir nach Compile Expression. Compile Expression sieht ziemlich ähnlich aus wie unser Eval. Wenn Sie sich erinnern, der Eval guckt, ist ein Symbol, ist eine Konstante oder ist eine Liste. Das macht er hier auch. Also wenn es eine Symbol ist, dann sagt er hier Compile Variable. Wenn es ein Cons ist, also so ein Function Call, dann sagt er Compile Function Call und ansonsten sagt er Compile Constant. Gut, jetzt schauen wir gleich mal rein. Also wenn ich jetzt so eine Funktion habe, define Konstante 1, C1, ohne Argument und der soll die 124 zurückliefern und ich kompiliere, Klammer zu viel, so, und ich sage dem jetzt, er soll es kompilieren, dann landet er also in Compile Constant letztendlich, weil diese 124, da wird er dann rauskommen, Compile Constant, gucken wir mal, was er da macht. Da sagt er, wenn ich für Side Effect kompilieren soll, dann mache ich überhaupt nichts, return ich gleich nil. Das heißt, wenn ich jetzt Code habe, also ich habe eine Funktion define f ohne Argument und da steht 1, 2, 3 drin, dann werden die ersten zwei ja for side effect kompiliert. Da kommt er hier bei compile constant raus, der sagt for effect, da brauche ich nichts machen. Und nur beim letzten Mal, also für die letzte, kommt er dann hier raus und sagt, okay, das ist for return oder das ist for value. Was sagt er hier? Er generiert hier einen push constant Befehl. Schauen wir gleich rein. Und am Schluss sagt er hier, wenn ich for return mache, dann generiert er eine Return-Instruktion. Also wir haben dann generiert einen Push irgendwas und dann macht er einen Return. Und wenn es for value ist, das wäre in den anderen Fällen später, werden wir das sehen, wenn es für ein Argument, wenn eine Konstante als Argument vorkommt, dann wird es einfach drauflassen auf dem Stack und das war's. Kommen wir mal nach dem Gen-Push-Constant. Gen-Push-Constant, das ruft Gen2 auf. Und hier habe ich einfach ein Display für mein Trace, damit man nachher sieht, was er generiert. Gen2 ist eine einfache Funktion, die ruft Gen1 dreimal auf mit drei Argumenten.
und Gen 1 sagt Collector Append in den Bytecode aus dem State das Byte, das er dran zu hängen hat. Und so entsteht unser Code Byte für Byte. Dieses OP-Push-Constant, das habe ich hier oben definiert als Define 4 und das muss natürlich übereinstimmen mit dem, was unser Bytecode-Interpreter innen drin wieder nachher erwartet. Schauen wir mal, wie es hier definiert war. Hier haben wir ja das Enum mit den Bytecodes. Moment, hier Enum-Bytecodes, da haben wir Push-Constant auch 4, also das passt. Das muss auch zusammenpassen, ist ja klar, wenn der eine Compiler Bytecodes anders kodiert als nachher der Interpreter, wird es natürlich nicht passen. So, gehen wir zurück und Push-Constant, das war es eigentlich schon, kompilieren wir das mal, wir sagen jetzt Compile-Function und weil ich da so viel tippen muss, habe ich da Kürzel definiert, habe ich gesagt, es gibt auch ein CF und das CF definiere ich einfach als das gleiche wie Compile-Function, da muss ich nicht so viel tippen. Also CF, meine Funktion C1 und jetzt sieht man hier, was er generiert hat, also erstens mal kommt er bei Push-Constant 0 raus und da hat er jetzt ein Byte 4 und ein Byte 0 erzeugt und dann hat er einen Return noch generiert, das ist das 11. Und wenn wir jetzt diese Funktion aufrufen, müssten wir eigentlich in eval-bytecode reinkommen. Und jetzt machen wir hier mal einen Breakpoint drauf und lassen den mal laufen. Das heißt, ich rufe jetzt mein C1 auf. Zack, hier sind wir im Bytecode-Interpreter. Wie sind wir da reingekommen? Übers Trampolin natürlich vorher, das haben wir ja alles schon gehabt. Und jetzt machen wir da mal ein Single-Stepping durch. Also er sagt hier, die Current-Function, schauen wir die mal an. Current-Function ist eine User-Defined-Function, klar, und die User-Defined-Function hat hier ArgList und BodyList, das war das Zeug, was wir schon hatten vom AST-Interpreter und unser Compiler hat jetzt hier noch Bytecode reingefügt und die Konstanten-Table. Und jetzt gucken wir mal weiter. Also jetzt pusht er erstmal die Current-Function, er baut jetzt quasi dieses initiale Frame hier erstmal auf, pusht die Argumente, wobei es hier keine gibt. Das heißt, da springt er gleich drüber. Jetzt pusht er hier meine speziellen Marker, fetcht sich den Bytecode-Vektor und die Konstantentable, setzt den P-Counter auf 0 und los geht's in der Loop. Jetzt kommen hier ein paar Prints für mich, damit ich sehe, ob der Stack richtig aufgeräumt wird. Und los geht's. Fetch Byte, Instruktion. Was hat er geholt? Die erste Instruktion ist Push Constant 1. Gehen wir weiter. Zack, jetzt kommt er in den Switch, push constants, holt er das nächste Byte, das ist der konstanten Index, hier in dem Fall 0. Das haben wir hier unten generiert, wenn Sie sich erinnern, push constant 0, 4, 0. Also kommt hier die 0, jetzt holt er aus der konstanten Table an der Stelle Index den Wert, zack, und pusht den auf seinen internen Stack, das war der Value, F9, das ist eine Integer. Sie wissen, Sie erinnern sich mit der Tag, also um 1 nach links geschiftet und unten die 1 rein ist unsere Small Integer Codierung. Das heißt, wir müssten das da durch 2 dividieren, was dann die 123 oder 124 ergäbe, was ich da gemacht habe. Okay, weiter, Push, zack, nächster Code und jetzt wird es interessant, jetzt kommt der Return, hier unser OP-Return, Step, jetzt macht er diese ganze Aufräumarbeit, die wir vorher beschrieben haben. Das heißt, er holt sich den alten Argument-Pointer, den alten P-Counter, die alte Function und den alten Base-Pointer. Und jetzt stellt er fest, aha, da sieht man es, die sind alle, deswegen habe ich die unterschiedlich kodiert, damit ich nachher sehe, ob es auch wirklich der P-Counter ist, den er hier wieder runterholt. Jetzt stellt er hier fest, dass der AP-1 ist. Das ist für ihn die Erkennung, ich bin jetzt fertig im Bytecode, jetzt muss ich wieder zurück in den AST und deswegen kommt hier mein Continuation-Passing-Return wieder in den Continuation-Passing-AST-Interpreter. Und wenn ich ihn jetzt weiterlaufen lasse, kommen die 124 dann hier oben wieder an. Okay, soweit so gut. Gehen wir zum nächsten. Define, halt, hier oben wollte ich es nicht machen. Ctrl-Z, wollte ich hier unten machen. Also das wäre jetzt eine, das habe ich übrigens gleich, vielleicht damit man sieht, hier im Bytecode-Compiler habe ich am Schluss ein paar Testroutinen reingemacht, Tests, und das ist die erste, die define F1 als Return 10 und dann kommt hier das F1. Was wir vielleicht nochmal machen können, ist in den Bytecode und in den Constant-Table nochmal reingucken, das machen wir mal, das heißt, wir rufen mal das F1 auf. Da landet man natürlich wieder, Moment, da muss ich nochmal hier starten, wieder starten, so. Da landet man hier wieder an der Stelle und jetzt gucken wir uns mal tatsächlich nochmal die Datenstrukturen an. Also speziell den Bytecode-Vektor und die Const-Table von hier. Also Bytecode-Vektor ist ja unser Byte-Vektor, gucken wir mal, BC-Vektor, ist ein U8-Vektor. Ich habe da einen extra neuen Typ gemacht, also an seinen 8-Bit-Vektor, an seinen Byte-Vektor.
Und U8-Vektor, gucken wir mal da nochmal rein, was da drin steht. U8-Vektor, da stehen die Elemente drin, die muss ich vielleicht noch rausholen, File Elements. File Scheme U8-Vektor.Elements, an der Stelle 0, da kommt unsere 4 und an der Stelle 1 müsste dann kommen die 0 und an der Stelle 2 kommt unsere Return-Instruktion. Also das wäre unser Bytecode, das passt. Dann gucken wir mal in die Konstanten-Table rein. Die Konstanten-Table ist ein normaler Vektor, also hat einen Tag-Vektor, das heißt, da sind Objekte drin. Gucken wir mal da unten. Vektor hat auch Elemente. Paste ich das mal wieder rein. File Scheme-Vektor, Elemente an der Stelle 0. Ja, und da steht die 15 drin, was die Konstante 10 repräsentiert, also die Konstante 10 von unserem Code hier unten. Moment, wo war's? Wir hatten ja hier, das ist diese 10, weil daraus entsteht ja der folgende Code. Ich male es mal hier rein, vielleicht als Kommentar. Also daraus entsteht der Bytecode push constant Nummer 0 und gefolgt von einem Return. Und die Konstantentable besteht aus einem Slot, Const-Table, hätte dann die 10 als Small Integer, also sprich Hex 21, was ist das jetzt in Hex? Das kann ich hier leider nicht machen, weil ich keinen Smalltalk habe. 15, das ist genau das, was wir vorher gesehen haben, diese 15 hier oben, Hex 15. Also das stimmt soweit. Konstante Table as Small Integer. So, und entsprechend habe ich eine Funktion C zweimal gemacht, die was anderes, achso, jetzt wollte ich hier voll weiterlaufen lassen, da kommt die 10 zurück, dann habe ich eine Funktion gemacht C2, F2, die liefert ein Hello zurück und bei dem steht in der Konstante Table natürlich dann der String drin entsprechend. Also ich habe jetzt diese ganze Push Integer und Push Num und diese ganzen Optimierungen Push 0, Push Nil habe ich gar nicht gemacht. Für diesen minimalistischen Bytecode-Compiler, sondern der legt alles, was er an Konstanten hat, in die Konstanten-Table rein. Probieren wir mal, ob es auch funktioniert, wenn ich ein True zurückliefere. Define F3 als Return True und dann sage ich Compile Function F3 und da haben wir auch wieder das und jetzt rufen wir F3 auf und Continue, da kommt unser True zurück. Wunderbar, das funktioniert. Nächster Schritt wäre, also das wäre mal der erste Fall, Konstanten kompilieren. Der zweite, Argumente. Ich definiere eine Funktion, nennen wir sie mal A1, mit einem Argument oder vielleicht gleich mit zwei. Und der soll mal das Argument A zurückliefern. Was brauche ich da? Da lande ich in meinem Compiler in einem anderen Zweig, und zwar hier oben in Compile-Variable, wie Sie sich erinnern. Compile-Variable, da kommt ein Name mit. Und der sagt jetzt hier auch wieder, wenn ich für Side-Effect kompilieren muss, dann mache ich erstmal gar nichts. Ansonsten guckt er und muss er gucken, wo eigentlich diese Variable steht. Das heißt, die Frage ist, ist das eine lokale Variable, sprich, ist die in diesem Scope von der Funktion drin oder ist die außerhalb definiert, also eine globale. Oder wenn wir Inner Functions hätten, also angenommen, das wäre da innen drin definiert, bla bla bla, dann wäre sie, könnte sie immer noch in einem Outer Scope sein. Also eins weiter außen. Und das macht diese Routine Compile-Variable with Scope Delta. Das ist so eine rekursive Routine, die fängt hier an mit Scope Delta 0 und mit dem Current Scope. Und dann sucht sie durch. Gehen wir mal dahin. Da schaut sie, ob es in der Scope-Liste drin ist. Wenn nicht, dann schaut sie, ob es einen Parent Scope gibt, hier mit dem Equal Nil. Wenn nein, dann muss es wohl eine globale sein. Dann generiert er einen Push-Global-Befehl. Wenn ja, dann sagt er, okay, ich brauche eine Variable, Compile-Variable with Scope-Delta und das Delta, ist, das hat er hier hochgezählt. Achso, nee, hier bin ich in dem Else-Zweig vom Parent-Scope, sorry. Dann schaut er hier im Parent-Scope weiter. Das heißt, er geht hier, er holt sich hier den Parent-Scope vom aktuellen Scope, zählt den Counter um 1 hoch
und ruft sich rekursiv hier auf, um weiterzusuchen. Solange bis er es gefunden hat, also entweder er findet es gar nie, dann geht er davon aus, es wird eine globale sein, oder er findet es in irgendeinem Scope, dann generiert er hier einen Push-Local-Befehl. Und der Push-Local-Befehl hat hier ein Scope-Delta. Wir haben jetzt bisher die Inner-Function noch nicht, also in unserem Fall wird dieses Scope-Delta immer 0 sein, weil er immer die Lokalen findet. Und dieser Gen-Push-Local, der sagt dann einfach, okay, ich habe einen Local-Index und der erzeugt einen Push-Local-Befehl. So, das müsste also hier rausgekommen sein. Machen wir das mal, Compile-Function A1. Und da kommt jetzt hier raus Push-Local 0. Das habe ich kodiert als 6 und ein Return. Ich mache mal noch eine zweite Funktion, A2 mit auch A, B, C und die zum Beispiel das C zurückliefert. Und ich kompiliere die mal, A2. Dann kommt hier ein Push-Local mit Index 2, 0, 1, 2 für C, klar, und ein Op-Return. Und dann rufen wir sie mal auf, ob es auch funktioniert. A2 mit 10, 20, 30 und wir landen hier wieder in unserem Eval-Bytecode, steppen mal durch. Kommt wieder am Anfang dieser Aufbau. Diesmal pusht er jetzt die drei Argumente auf den Stack. Das sieht man jetzt hier. Also unser Stack, mal schauen, ob ich den sehe. Stack. Ja. Erstmal muss man das Stack-Pointer angucken. Was steht da gerade drin? 4. Und im Stack steht, das heißt, die unteren vier Werte sind gültig jetzt zu dem Zeitpunkt. Und hier sieht man 10, 20, 30. Das sind unsere Argumente. Und da ist die Current-Function obendrauf. Die anderen sind alle ungültig. Das ist irgendein Schrott, der von vorher noch drin war. Also eigentlich endet unser Stack quasi hier. So, jetzt geht es weiter. Er pusht hier wieder unsere Dummy-Geschichten. Wir können ja wieder in den Stack reingucken. Jetzt sieht man hier die Dummies. Jetzt fetcht er den Bytecode-Vektor, fetcht die Konstantentable, pKerner 0 und geht los. Und jetzt muss natürlich als erstes gleich dieser Push-Local-Befehl kommen. Er holt den Index. Der Index ist 2, klar, von diesem Push-Local. Und holt jetzt Stack AP plus Index. Dafür habe ich den AP geholt, damit ich jetzt nicht viel rechnen muss an der Stelle, weil AP zeigt ja auf das erste Argument. Machen wir Step und jetzt wird dieser Value gepusht. Dann kommt als nächstes unser Return, wie gehabt. Und der findet, dass er zurückgehen muss und dann geht es hier raus. Und die 30 kommt zurück. Das war dieser Fall. Der nächste Fall wären Built-in-Functions. Also ich definiere mal sowas wie define pl ab als plus ab. Und jetzt sage ich compile function, mein pl. Was hat er gemacht? Erstmal schauen wir in den Code rein, in den Compiler nochmal, Bytecompiler. Das war in generate call, nein, in compile, Moment, compile expression, compile function call. Compile Expression, das ist dieser Teil hier. Er hat festgestellt, das ist ein Cons, ist ja klar, weil hier hat er jetzt ein Cons, also ein Function Call zu übersetzen. Er landet in Compile Function Call. Compile Function Call, der holt hier erstmal die Function selber raus und die Argumentliste und ruft dann hier so eine Hilfsfunktion, Compile Function Call 2 auf. Der kriegt jetzt die Dinger schon extrahiert, Function und Argumentlist, und der guckt jetzt, ob die Function plus ist, minus oder irgendeine von den Built-in-Dingern. Und wenn es keine von denen ist, ruft er am Schluss Compile General Call auf. Das kommen wir gleich hin. Wenn er aber ein Plus gefunden hat, landet er in Compile Plus. Und Compile Plus erzeugt jetzt eine Sequenz, indem er rekursiv für jedes Argument wieder Compile Expression aufruft. Hier hat er nochmal einen Spezialfall. Wenn die Argumentliste leer ist, dann generiert er Compile Constant. Wenn sie bloß aus einer Expression besteht, wie hier, dann ruft er Compile Expression für das eine Argument auf. Ansonsten geht es jetzt hier wirklich los. Da sagt er, ich kompiliere die Expression des ersten Arguments for value, damit sie auf dem Stack landet. Und dann rufe ich hier Compile plus Rest auf. Und Compile plus Rest holt hier die nächste Expression, generiert einen Add-Befehl und schaut jetzt, ob es weitergeht, und wenn es weitergeht, ruft sie sich weiterhin rekursiv auf. Das heißt, hier wäre der Fall, dass nichts mehr weitergeht, aber hier unten geht es weiter und er ruft einfach Compile plus Rest immer wieder auf. Bis er am Ende ist, hier sagt er jetzt, entweder habe ich ein for return, dann generiert er hier wieder ein return, oder for side effect, dann muss er hier einen Drop machen, damit es weggeworfen wird. Und ansonsten bleibt das Resultat auf dem Top. Lange Rede, kurzer Sinn, also unser Plus muss ja dann pushen das A und das B, das macht er hier, push local
Push-Local-0, das ist das A, Push-Local-1, das gibt das B und hinten kommt dieser Add-Befehl dann her und am Schluss ein Return. Lassen wir es laufen. PL von 100 und 200. Wir landen hier wieder in unserem Interpreter und steppen mal durch. Also zack, zack, zack. Erstmal kommen die Argumente drauf, wieder der Setup und jetzt geht's los. Push-Local holt sich den Index. Der Index ist hier natürlich 0 fürs erste Argument, Index 0. Den pusht er jetzt, Step. Dann kommt das nächste Befehl dran, wieder ein Push-Local, das zweite, pusht er. Mein Stack sieht jetzt so aus. Erstmal der SP. SP ist 9, also das Stack sind die ersten 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Da sind die zwei Argumente drauf. Nächstes Byte. Das ist jetzt mein Op Plus, Op Add habe ich ihn genannt hier. Der holt die zwei Werte wieder runter, zack, zack. Guckt, ob Small Integer sind, ja. Holt den Small Integer Value raus. Jetzt habe ich I1 als 200 und I2 als 100. Dann, zack, addiert er sie zusammen, hat eine Summe, die ist jetzt 300, macht daraus wieder eine Scheme Integer, ja, pusht sie wieder drauf. Resultat und so geht es gerade weiter und jetzt kommt die Return-Instruktion und wenn wir da Continue, da kommen die 300 hinten wieder raus. Wunderbar. So, das Letzte, was wir noch brauchen, also ich habe das jetzt nicht durchgezogen, ich habe bloß mal den Plus drin. Das Nächste, was wir noch brauchen, wäre ein Call, beziehungsweise bevor wir zum Call kommen, kommen wir noch zu den Globals. Angenommen, ich mache mir eine Funktion define g ohne Argument und die soll zurückliefern plus, sprich auf eine globale Variable, auf ein globales Binding zugreifen. Oder ich habe auf der globalen Ebene, ich kann auch auf der globalen Ebene sagen, define a als 10 und ich mache mir jetzt eine Funktion g, die das a zurückliefern soll und dann kompiliere ich dieses g, compile function g. Da habe ich mir Folgendes überlegt, wie würde ich jetzt an eine globale kommen? Sie erinnern sich, unser Environment, wenn ich im AST war, hat ja immer da drin nachgesucht nach der Variable und wir haben da sehr viel Zeit drin verbraten. Jetzt ist es so, dass die globalen, Sie erinnern sich, die stecken im Environment und an der Stelle ist es gut, wenn Sie keine Java Hash Table verwendet haben, weil die schadet jetzt. Wir haben unser Environment so aufgebaut, dass wir hier Keys haben, und nicht den Value selber gespeichert haben, sondern wir haben da eine Referenz auf eine kleine Zelle gehabt, auf eine Binding-Zelle. Binding. Und da steht der Key nochmal drin. Tatsächlich hatte ich, glaube ich, diese erste Spalte gar nicht drin, wenn ich mich recht erinnere, sondern wir hatten nur eine solche. Das heißt, das war einfach eine Liste von solchen Key-Value-Paaren. Hier war immer der Key drin und hier war immer der Value drin. Also zum Beispiel unser A wäre jetzt so, dass hier eine Zelle wäre, wo das Symbol A drin steht als Key und hier die 10 als Value. Und wie gesagt, unser AST-Interpreter hat da durchgesucht, bis er den Key gefunden hat und hat dann den zugehörigen Value zurückgeliefert. Das machen wir jetzt zur Compile-Zeit. Und zwar immer, wenn wir in keinem Scope eine Variable finden, dann sagen wir, das muss wohl eine globale sein. Und dann lassen wir uns diese Zelle geben. Das heißt, wir holen uns eine Referenz auf diese Zelle und tun diese Zelle, eine Referenz auf diese Zelle in unsere Constant-Table. In die Const-Table rein. Und unser Push zur Laufzeit, der Push-Global, Bytecode-Befehl, ist ähnlich wie unser Push-Constant. Sie erinnern sich, der Push-Constant hat einfach über die Constant-Table hier, also Push-Constant, Push-Constant zum Beispiel 1, hätte einfach hier die 10 rausgeholt. Und der Push-Global machen wir ähnlich, der kriegt auch einen Index in der Konstanten-Table, aber der macht noch eine Dereferenzierung. Der weiß, dass da drin eine Referenz auf eine Zelle steht und dann geht er darüber und holt sich das Ding raus. Da muss er also keinen Lookup, nicht suchen, er muss nur eine Dereferenzierung machen. Eigentlich muss er zwei Dereferenzierungen machen, weil wir hier auf die Zelle zeigen. Wenn Sie es ganz trickreich machen, könnten Sie sogar direkt eine Referenz, naja, leicht, weit. Vergessen Sie es. Also, Push Global. Und jetzt schauen wir mal, wie der Compiler damit umging, erstens mal, wie der das macht. Also hier habe ich eine Push-Variable und Sie erinnern sich, wenn er sie nicht gefunden hat, dann hat er hier Compile-Variable with Scope Delta, dann kam er hier in dieses Gen Push Global und jetzt schauen wir mal, was er da macht. Gen Push Global, da sage ich,
Global Literal Index. Und Global Literal Index sagt, ich frage das System wieder, mein Runtime-System, das Global Environment, dass er mir bitte schön die Zelle gibt zu einer Variable. Und dazu habe ich eine kleine Built-in-Funktion gemacht, Environment get Variable Cell, get Binding, das da. Und der geht an unser Environment, und zwar ans Top-Environment, und sagt, gib mir mal die Binding Cell. Und da habe ich auch eine neue Funktion gemacht. Get Binding Cell, Moment, alle Funktionen. Halt, hier. Get Binding, Sie erinnern sich, Get Binding war die Funktion, die einfach über alle Keys durchgeht und wenn er den Key gefunden hat, den Value zurückgeliefert hat, hier an der Stelle. Jetzt habe ich eine gleiche Funktion gemacht, die dasselbe macht, aber die Zelle zurückliefert, die Binding-Zelle, nicht den Value, der da drin steckt. Und diese Primitive, die verwende ich im Compiler, um mir eine Referenz auf diese globale Binding-Zelle geben zu lassen. Ganz netter Trick, weil jetzt kann ich hier unten im Compiler dann sagen, okay, diese Binding-Zelle, die ich hier gekriegt habe, die behandle ich wie eine Literale, tue die in Literal-Table und erzeuge einen Push-Global-Befehl dazu. Und jetzt lassen wir es mal laufen, G. Das heißt, ich lande jetzt hier, wenn ich da wieder drin bin, vielleicht mache ich mal den Breakpoint weg und setze den Breakpoint weiter unten, damit ich da nicht immer drüber steppen muss, setze den Breakpoint mal vielleicht hierher. So für die Zukunft. Jetzt landet er hier beim op-push-global, da kommt wieder fetch-byte, das ist der Literal-Index. Jetzt holt er aus der Konstanten-Table an der Stelle die Zelle raus. Das ist genau die Binding-Zelle, die eigentlich im Environment auch steckt, im Top-Environment. Und dann holt er aus der Zelle den Cutter raus. Und damit komme ich dann quasi an mein A ran. Das Val müsste jetzt eigentlich meine 10 sein, genau. Diese 10 vom A. Das heißt, relativ schnell ohne Suche. Und also es geht natürlich jetzt weiter mit einem Return-Befehl. Das heißt, hier kommt die 10 raus. Und das brauche ich natürlich auch, wenn ich eine Function aufrufen will intern. Also angenommen, ich habe jetzt eine define meine Funktion F1, die mal ein 100 zurückliefert. Und jetzt kompiliere ich die, compile Function F1. Gut, das hat schon immer geklappt, das ist nichts Neues. Aber jetzt kommt eine Funktion F2. Die soll das F1 aufrufen und den Return-Wert von dem F1 zurückliefern. Jetzt kompiliere ich die. Compile Function F2. Und was hat er gemacht? Er hat jetzt einen Push Global F1 erzeugt, wie gerade gehabt, und einen Call, dann wieder da drin. Das heißt, eigentlich ist jetzt gar nichts Neues dazugekommen. Ein Call mit null Argumenten. Ja, doch, das ist neu dazugekommen. Jetzt steppen wir da mal durch. Also ran. F2. Wir sind im Interpreter nach dem Setup. Erster Befehl ist unser Push Global, klar. Jetzt pusht er quasi die Funktion, weil jetzt kommt dieses, wo waren wir? Hier an der Stelle pusht er jetzt das F1, was ja eine Referenz auf die andere Funktion ist. Das heißt, hier der Value muss jetzt eigentlich eine User-Defined Function sein. Schauen wir mal, ob es das auch ist. Da muss ich indirekt Value sagen. Tatsächlich, das ist eine User-Defined Function. Und ich weiß nicht, ob die einen Namen hat, hat sie, glaube ich, nicht bei uns hier. Aber es wäre schön, wir hätten dem einen Namen gegeben, da könnte man es sogar prüfen. Die hat keinen Namen. Es wäre vielleicht geschickt, wenn unser Define dem Ding gleich einen Namen mitgeben würde. Dann könnte man hier schöner sehen, was da eigentlich jetzt tatsächlich. Aber das ist schon die Funktion. Steppen wir weiter. Jetzt kommt mein Call-Befehl. Jetzt bin ich im Op-Call. Und Nummer Argument, Anzahl Argumente ist natürlich das nächste Byte, in dem Fall 0, also Step. Anzahl Argumente, jetzt rechnet er, macht er genau das, was hier steht. Also jetzt steht hier nur das F auf dem Top of Stack. Er saved die Current Function, er saved den Current P-Corner und so weiter. Er fetcht die neue Current Function, das ist natürlich jetzt das F1, was wir gerade gepusht haben, prüft, ob es auch eine Bytecode Function ist, setzt seinen P-Counter um und den Bytecode Vector, Constable und bleibt in der Loop. Und jetzt sind wir in der neuen, jetzt sind wir in dem zweiten, in der aufgerufenen Funktion schon. Ja, also jetzt kommt quasi hier der F1-Code zum Laufen. F1, da kommt jetzt der Push-Constant 100 von vorher. Step, der pusht jetzt die 100, das ist das da, C9. Zack, weiter. Jetzt kommt er innen im aufgerufenen F1 auf den Return. Ja. Und jetzt kommt hier, interessant,
Jetzt hat er als AP nämlich den alten AP wieder restauriert. Da ist jetzt kein Minus 1 mehr drin, weil er muss nämlich jetzt noch einmal rausgehen. Er muss jetzt in das F2 wieder zurückgehen. Das macht er jetzt hier, deswegen springt er über das drüber. P pusht den Return Value, was ja hier die 100 sein wird, hier die C9, genau. Pusht den Return Value. Hier habe ich nochmal ein Printf drin, zum Vergleichen, ob auch der AP wieder stimmt, weil das hatte ich mal falsch gemacht am Anfang. Da war da immer um 1 zu viel drauf und das merkt man dann mit der Zeit. Holt den Bytecode-Vector Constable wieder und springt zu und bleibt in der Loop. Und jetzt bin ich wieder im Aufrufer in F2, wobei da als nächstes auch der Return kommt. Also ich bin quasi Return, weil ich noch keine Tailcall-Eliminierung mache in meinem Compiler. Der Compiler ist noch ein bisschen blöd. Er poppt jetzt hier wieder den Value runter und jetzt stellt er fest, er muss ganz rausgehen, weil AP ist jetzt minus 1, hier oben sieht man es, und zack, kommt er raus. Wenn ich jetzt Continue mache, kommt der innere Wert raus zurück und hier kommt die 100 wieder raus. Wunderbar, funktioniert auch. Also, jetzt machen wir mal was Komplizierteres. Sagen wir Define PL, haben wir glaube ich schon definiert gehabt und glaube ich auch schon kompiliert. Also ich kann es ja noch, ja. Ich habe hier den Print so geändert, dass wenn es schon kompiliert ist, dass er hier hinten den Bytecode mit ausgibt, einfach netterweise. Also machen wir ein Define plus 2 mit A, B, C und der soll machen plus die andere Funktion A1. Na, der soll richtig viel machen, der soll addieren. Das was plus A1 und nochmal ein plus B2 und ein plus C3. Und vielleicht am Schluss nochmal eine 4 dazu. Zack. Und jetzt kompilieren wir das auch. Compile Function plus 2. Und da sieht man jetzt, was hat er generiert. Also relativ viel Code. Er muss natürlich erst einmal das hier evaluieren. Das heißt, er pusht, und um das zu evaluieren, muss er den inneren Function Call. Also er pusht als erstmal das PL. Dann pusht er die lokale 0. Das ist das erste Argument, also A. Dann pusht er die Konstante 1, dann callt er eine Funktion mit zwei Argumenten, das ist der Aufruf erstmal. Dann bleibt es auf dem Stack, was da zurückkommt. Er macht also, räumt nicht auf, er pusht die globale PL nochmal, er pusht die lokale 1, was unser B ist, also sprich da. Er pusht die Konstante 2, das Ding, und er ruft wieder einen Call auf. Dann macht er ein Add, damit er die ersten zwei schon mal zusammen addiert. Dann kommt wieder Push Global PL, hier für das dritte Argument, für das hier. Dann kommt Push Local 2, Push Constant 3, Call. Damit hat er den letzten Call fertig. Call, dann addiert er es. Dann kommt ein Push Constant 4 für die da hinten. Und am Schluss noch ein Add und ein Return. Sieht gut aus, das muss mal laufen. Also PL2. PL2 von 100, 200, 300 und ich bin in meinem Breakpoint hier oben, Breakpoint, Continue und 610 kommt raus, das sieht vernünftig aus. Also das funktioniert alles wunderbar. Ich habe das jetzt nicht voll fertig gemacht. Ich würde Ihnen das überlassen, hier noch Cons, Char, Kutter und vielleicht plus, minus, minus, mal, times, divide reinzubauen. Worauf ich jetzt noch auch noch kurz eingehe, weil uns die Zeit davon läuft, ist Inner Functions. Und was machen wir mit Inner Functions? Wobei das eigentlich ein wichtiges Thema ist, vielleicht machen wir es doch komplett. Ah, ich erkläre es jetzt wieder und mache es dann zu Hause wieder fertig voll und gewinne dann den Code fertig. Inner Functions sind ja letztendlich unsere Closures. Sprich, ich habe hier ein Define F, die Outer Function, zum Beispiel mit A, und die definiert eine Inner Function I, vielleicht mit B, und die macht jetzt irgendwas, zum Beispiel sagt sie plus A, B. Das wäre mal der einfache Fall, und ich rufe die jetzt hier innen drin einfach auf, das heißt, ich sage hier I von A, ja, brauche ich eigentlich nicht, machen wir dann mal an, die macht noch mehr. I von 10, genau, das kann ich machen. Also die soll quasi, das I10 soll quasi auf das A hier oben 10 drauf addieren. Und das wäre der Return-Wert von dem Ding. Das wäre jetzt erstmal der einfache Fall von Inner Function, wie sie auch bei Java gehen.
Das heißt, ich gebe die Inner Function nicht raus. Ich brauche eigentlich streng genommen gar keine Closure, die die Funktion jemals verlässt. Aber ich werde jetzt nicht darauf eingehen und das speziell optimieren, sondern wir machen gleich den generellen Fall. Also wenn diese Funktion läuft, erstens mal, was soll der Compiler daraus generieren? Der Compiler soll auf keinen Fall zur Laufzeit das Ding nachher kompilieren. Das heißt, wenn ich das F aufrufe, muss das I schon kompiliert sein. Das heißt, was der Compiler machen soll, ist, dass er in die Constant-Table, in die Const-Table von dem F, also F's Const-Table, da drin soll eine Referenz auf eine User-Defined Function stehen, nämlich das I, das seinerseits schon Bytecode und eine Constant-Table hat. Das heißt, ich rufe den Compiler, so wie er jetzt ist, Compile-Function, für die Inner-Function einfach rekursiv auf und sage, kompilier du die mir schon mal. Dann habe ich hier schon so eine User-Defined-Function stehen, aber, und das ist jetzt das Interessante, dafür habe ich diese Scopes eingeführt beim Kompilieren, die ich mitgebe, die muss quasi in einem Scope kompiliert werden, dass sie weiß, ich habe nicht nur B sichtbar als lokale Variable, sondern ich habe auch A sichtbar, aber eins weiter außen. Das heißt, diese User-Defined Function, unsere alte hat ja hier ein Parent-Environment gehabt, wenn Sie sich erinnern, hatte hier ein Home-Environment, und für den Bytecode brauchen wir hier sowas wie Home-Frame. Eigentlich brauchen wir das noch nicht, das machen wir erst zur Laufzeit. Aber wir, das machen wir noch nicht, sorry. Vergessen Sie das? Rausschneiden, war blöd. Brauchen wir nicht. Die User-Defined Function liegt so da. Die ist für sich noch nicht ausführbar, aber die liegt so erstmal da. Und hier unten, wenn wir die dann aufrufen, zur Laufzeit wird sie das brauchen, das Frame, das dann da liegt. Ich brauche das erst, wenn sie rausgeht. Das heißt, hier innen drin muss ich dann, also ich muss dann hier für diesen Call, muss ich erstmal einen Push-Local dann machen, oder Push-Constant 0 machen, damit ich diese Funktion auf meinen Stack kriege. Und jetzt kommt was Besonderes, ich kann sie eigentlich nicht gleich callen, weil wenn ich jetzt diese Funktion call mit einem Argument, also Push-10 wäre natürlich auch noch da, Push-10, Push die Konstante 10 für dieses Argument. Wenn ich sie jetzt calle, habe ich ein Problem, nämlich genau das, dass der hier innen drin das A nicht findet. Was für einen Code habe ich hier erzeugt für dieses Push A? Für dieses Push A muss ich hier innen drin was erzeugen, das heißt Push Outer Local nenne ich das mal. Und das hat ein Delta von 1, weil ich 1 hochhupfen muss, und es hat ein Offset von 0, das ist nämlich die Nullte, also mit Index 0 außen drin. Wenn das noch tiefer verschachtelt wäre, dann müsste ich je nach der Verschachtelungstiefe hier ein unterschiedliches Delta mitgeben. Das heißt, das ist der erste neue Bytecode, den wir brauchen, der hier rein generiert. Und das zweite, was ich brauche, ist, dass ich eigentlich die Funktion als solche, wenn die läuft, der muss ich mein aktuelles Environment, nämlich da, wo er das A findet, das muss ich dem mitgeben. Muss da irgendwo haben. Und dazu machen wir Folgendes, dazu generieren wir einen neuen Befehl, der erzeugt aus einer User-Defined Function und einem Frame ein Closure-Objekt. Das muss neu dazukommen, das haben wir noch nicht. Also es gibt einen neuen Tag Closure. Der besteht aus einer Function und einem Frame, eine Frame-Referenz. Also quasi eine Referenz auf den Stack irgendwie, dass der weiß, wo er dann die Outer-Variablen findet. Und unseren Interpreter wird man so ändern, dass er immer eine Referenz auf das aktuelle Outer-Frame hat, sodass er hier, wenn er auf den Push-Outer-Local-Befehl kommt, darüber zugreift. Und wir brauchen eine zusätzliche Evaluate-Bytecode-Function, die solche Closures auch akzeptiert. Das heißt, der muss die Evaluate-Bytecode-Function, werde ich bis zum nächsten Mal ändern, dann können wir sie nochmal angucken, so ändern, dass die entweder eine nackte Funktion, so wie wir sie bisher hatten, akzeptiert als Argument, oder eine Closure, sich dann die Variablen entsprechend aufsetzt, damit der Push-Outer-Local-Befehl innen drin funktioniert. Das war das eine. Das funktioniert noch so lang,
solange dieses Frame auf dem Stack aktiv ist. Das heißt, solange ich nur nach innen reingehe und diese Closure nie nach außen exponiere, weil dann ist der Stack ja noch gültig. Jetzt gibt es ein großes Problem, wenn ich zum Beispiel so ein I zurückliefere, also wenn ich hier nicht das I einfach nur aufrufe, sondern wenn ich das I am Schluss zurückgebe, als Return-Wert, dann habe ich ein Problem, weil dann muss ich diese Closure quasi rausgeben. Und an der Stelle muss ich, wenn ich jetzt hier raus returne, in der Closure aber eine Referenz auf mein Stack-Frame ist, muss ich an der Stelle jetzt eine Aktion machen, dass diese Closure quasi das Stack-Frame entweder in eine Kopie kriegt oder ich diese Closure, die Variablen, die da drin referenziert werden, schon von Anfang an, schon ganz oben bei Make-Closure rauskopiere. Die zwei Möglichkeiten habe ich. Mir persönlich ist die letztere lieber, das habe ich letztes Mal schon angesprochen, weil 90% aller solcher Closures gehen nur nach innen. Das heißt, wenn ich das jedes Mal mache, dass ich von vornherein was allokiere, mache ich mir mehr Arbeit, als ich eigentlich brauche. Ich mache es nur wirklich, wenn ich es brauche. Der Code wird dadurch ein bisschen komplizierter. Also ich werde es bis zum nächsten Mal vorbereiten, weil das dauert mehr als eine Stunde und dann würde ich hier mich wahrscheinlich jetzt verzetteln. Vor allem, weil ich ein paar andere Sachen noch in meiner Queue habe. Und zwar die Jitterei. Also wir haben ja nur noch heute und nächstes Mal. Und nächstes Mal ist noch Frage- und Antwortstunde und dann... haben wir? Bitte? Ach so. Dann haben wir zwei. Da können wir es auch jetzt machen. Machen wir mal Pause. Muss man das mal kurz überlegen, ob ich das jetzt auf